Also angefangen hat alles mit der Mitteilung der Bundesregierung, den G7-Gipfel in Elmau durchzuführen. Das war alleinig die Entscheidung der Bundeskanzlerin. Sie kennt unsere Region auch sehr gut. Sie war schon öfter im Urlaub beim Wandern bei uns. Und sie hat sich einer der schönsten Plätze in Deutschland natürlich herausgesucht. Garmisch-Partenkirchen ist tatsächlich ein Idyll. Aber es gibt Zeichen, dass man hier mit allem rechnet. Geschäfte in der Innenstadt sind verbarrikadiert. Überall finden sich Ordnungskräfte. 17.000 Polizisten aus Bayern und ganz Deutschland. Dazu das BKA und nochmal 2.000 Beamte grenznah in Österreich. Heute war die erste Demonstration am Marshall-Center draußen. Und wir sind froh, dass die sehr friedlich abgelaufen ist. Am Samstag also kommt die Großdemonstration. Wir hoffen, dass die genauso friedlich verläuft wie die Demonstration in München. Wir haben Hinweise, dass gewaltbereite Demonstranten unterwegs sind. Und sehr dankbar sind wir auch, dass das Camp, das wo per Gerichtsentscheid an der Loisach eingerichtet wurde, dass hier auch alles friedlich verläuft. Es ist alles sehr gut vorbereitet in diesem Camp. Und ich habe nur friedliche Demonstranten angetroffen.